Weiter geht's mit unserem Mini-Projektfahrzeug. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das heutige Thema Musik und kein Hi-Fi. Unser Mini hat ja werkseitig leider nur das kleinste Soundsystem drin. Sprich, wir haben bloß Mitteltöner in den Türen und die normalen Underseat-Woofer unter den Sitzen sowie im hinteren Bereich auch noch mal ein paar Lautsprecher. Und das war's. Da ich einer von der alten Schule bin und auch auf K-Hi-Fi sehr viel Wert lege, habe ich mir gedacht, das können wir so nicht lassen, da muss ein bisschen mehr Wumms rein. Deshalb habe ich mich an die Firma ESX gewandt, die kenne ich auch schon seit einigen Jahren, habe hier auch schon Produkte in meinen Fahrzeugen verbaut und habe die mal gefragt, ob die nicht was Passendes haben, und siehe da, die habe ordentlich abgeliefert. Sehr geil bei ESX ist zum Beispiel, gerade jetzt hier explizit für BMW Miniserie, für die F- und G-Baureihe habe ich die Plug-and-Play-Systeme, was ich jetzt hier auch aufgebaut habe. Wir können mit relativ wenig Aufwand unser System upgraden. Das heißt, wir machen hier einmal das volle Programm. Wir haben dann endlich einen Hochtöner vorne in der A-Säule mit dabei. Es kommt noch der Sender-Speaker samt Hochtöner dazu im Armaturenbrett. Und dazu wird das Ganze dann auch noch mit einem digitalen Soundprozessor angesteuert, damit wir hier auch die Frequenz und so weiter alles schön jedem einzelnen Lautsprecher zuordnen können. Und dazu muss natürlich auch noch ein ordentlicher Bass her, damit wir natürlich auch ein bisschen Wumms in der Kiste haben. Deswegen gibt es einen kleinen 20er Woofer, der in einem geschlossenen Gehäuse dann spielen wird und zudem nochmal angesteuert wird mit einem Zweikanalverstärker, damit er auch ordentlich Leistung hat. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo wirklich die kleinste Ausstattung habt, dann ist der Aufwand leider etwas größer, denn wir haben keinen separaten Verstärker im Fahrzeug verbaut, der nochmal auf die einzelnen Lautsprecher eingeht, sondern es geht alles quasi aus dem Radio raus und wird dann quasi durchgeschleift durch die einzelnen Lautsprecher. Deswegen müssen wir hier einmal auch ein bisschen Kabel ziehen. Ihr bekommt auch hier bei ESX einen fertigen Kabelsatz dazu, den könnt ihr dementsprechend ordern. Und dann wird das Ganze dann quasi über den DSP geregelt. Aber auch wenn ihr jetzt sagt, okay, DSP und so weiter, das ist mal zu viel Eck, ihr wollt einfach die Lautsprecher tauschen, habt ihr da auch schon ein Upgrade raus. Denn die Lautsprecher sind viel präziser aufgebaut, habe bessere Technik drin. Dann geht es noch weiter zum Thema Dämmung. Dämmung ist meines Erachtens eine ganz wichtige Sache, denn ihr habt natürlich auch in dem ganzen Fahrzeug leichte Dämmmaterialien drin, aber wenn ihr dann ein Upgrade macht, gerade mit einem Subwoofer und so weiter, im Heckbereich, Reserveradmulde und so weiter, würde ich euch empfehlen, dann mit sogenannten Alubitylmatten zu arbeiten. Die sind super flexibel, lassen sich schön verarbeiten. Und dazu gibt es dann auch noch sogenannte Akustikschaumstoffmatte. Die könnt ihr dann auch noch dementsprechend verbauen, an Türverkleidungen zum Beispiel, überall, wo sag ich mal, Plastikverkleidungen nur reingeklipst sind und eventuell auch hier ein bisschen eine Vibration entstehen kann. Das mindert ihr dadurch und dann hält sich das Ganze auch sauber an. Ich gehe jetzt mal mit euch raus ans Fahrzeug. Ich habe da nämlich schon mal angefangen in der Zwischenzeit. Und dann zeige ich euch einfach jetzt mal, was ich schon bisher gemacht habe und was noch zu tun ist. So, ihr könnt sehen, ich habe hier schon ordentlich zusammen mit dem Daniel gestern hier den Kofferraum gedämmt. Ich habe schon die Leitungen verlegt und das sind die Kabel, die dann dementsprechend von vorne kommen. Wir haben hier das Massekabel in schwarz, das Pluskabel in gelb und dann einmal nebendran die Leitungen für die Underseat-Woofer und dann der Hauptkabelstrang, wo entsprechend dann vom Radio ausgeht und hier nochmal zusätzlich ein Lautsprecherkabel dabei ist für den Sender-Speaker. Hier kann ich auch nur empfehlen, lieber etwas mehr zerlegen wie zu wenig, umso leichter lässt sich's arbeiten. Und dann sieht man hier auch schon schön noch den originalen Lautsprecher. Und gerade noch mal so als Beispiel, was die Dämmung ausmacht. Ihr seht jetzt hier, ist zum Beispiel hier in der Seitewand in dem Bereich ein kleines Stück Dämmung angebracht. Jetzt klopfe ich mal dagegen. Hört ihr, wie hohl das klingt und stechend und schallend? Und jetzt nehmen wir hier den Bereich. Schon viel dumpfer. Also, da merkt ihr schon allein, was das von der Dämmung her bringt, wie sich das dann alles auswirkt am Fahrzeug. Ich mache dann jetzt mal weiter mit der linken Seite. Ich nehme euch jetzt einfach so ein bisschen mit, schaut mir über die Schultern, wie ich so ein bisschen was tausche, wie ich ein bisschen was dämme.
Hier haben wir natürlich auch eine kleine Lautsprecher drin sitze. Das ist jetzt ein 10er Lautsprecher. Hier an der Tür groß, hier im Außenbereich sowas zu dämmen, sage ich, ist jetzt nicht zwingend notwendig, denn der Mitteltöner ist jetzt nicht so kräftig und ist auch nicht dafür da, hier große Bassfrequenzen zu spielen. Deswegen reicht es aus, wenn ihr einfach den Lautsprecher ausbaut und vielleicht die Außenhaut vom Türblatt einmal dämmt. Und dann habt ihr da natürlich auch noch mal eine kleine Aufwertung, was auch die Fahrgeräusche angeht. Und es reicht vollkommen. Dann geht es hier weiter mit unserem Underseat-Woofer. Da müsst ihr natürlich die Sitze ausbauen. Was sich dann natürlich auch anbietet, hier mal ordentlich zu saugen, weil da kommt man natürlich immer sehr schlecht hin. Und dann ist das Ganze auch wieder picobello. Dann kann man hier schon sehen, habe ich auch schon die A-Säule-Verkleidung getauscht. Die gibt es bei Mini natürlich schon mit einem Hochtöner-Gehäuse drin, sage ich jetzt mal. Kann man machen oder auch die andere Variante, indem man von den mitgelieferten Hochton-Lautsprecherhalter, also was für ein dubbiges Wort, die dann einfach draufspackst. Sieht dann halt nicht so schön aus und so sieht es halt entsprechend schön original aus. Und hier oben sieht man noch so ein bisschen versteckt der Center Speaker, den ich jetzt auch nachgerüstet habe. Hier gibt es entsprechend auch eine Verkleidung, die dann natürlich nicht geschlossen ist, sondern mit einem Gitter versehe, dass natürlich auch die Musik raus kann. Dann wird dementsprechend das Subwoofer-Gehäuse gebaut und auch die Bodenplatte. So, mittlerweile sind wir fertig und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier zusammengebastelt habe. Und zwar war hier Grundvoraussetzung, dass man vom Kofferraum her nicht viel Platz verliere. Das heißt, wir sind mehr oder weniger auf Originalhöhe geblieben, 1,5 cm Zuwachs haben wir bekommen. Aber alles andere ist Gott sei Dank, dass wir hier noch eine Radmulde haben, alles darunter versteckt. Könnt ihr jetzt quasi hier sehen. Dann habe ich hier das Subwoofer-Gehäuse. Das Subwoofer läuft in geschlossene Gehäuse bei 14 Liter Volumen. Und direkt hier neben dran habe ich hier einmal den DSP und den Verstärker für den Subwoofer platziert. Das Ganze dann mit einer neu angefertigten Deckplatte. Hier auch nochmal mit Plexiglas hinterlegt, dass man das Ganze natürlich hier schön zeigen kann. Und damit es alles natürlich noch alltagstauglich ist, haben wir dafür hier auch nochmal eine Abdeckung, damit das Plexiglas keinen Kratzer abkriegt und damit der Woofer keine Druckstelle kriegt, hat er auch hier nochmal ein Schutzgitter. Vom Klangergebnis jetzt nach der Einstellphase auf jeden Fall echt eine Welt gegenüber dem Serie-System. Daher könnt ihr das natürlich auch komplett frei handhaben, in was für einem Umfang ihr den ganzen Umrüstungskram macht. Deswegen für jeden was Passendes dabei. Daumen hoch von mir und ich würde sagen, hört es euch gerne mal live an, wenn ihr uns irgendwo seht auf der Messe, können wir euch das zeigen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Bleibt dran, wir sind noch nicht fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.